Das soll's werden? Wir soll's gleich hier machen? Jetzt sofort? Aha. Die Vereinigung muss dokumentiert werden. Brüde zur Besteigung bereit. Dreht das Licht auf. Was? Na nein, ich brauch's dunkler. Und könnte jemand Musik auflegen? Vielleicht Drake oder The Weeknd? Jetzt macht er schlapp, er bringt es nicht. Quagmire, was machst du hier? Ich habe eine Zugangsberechtigung zu allem, was in dieser Stadt mit Sex zu tun hat. Na schön, der nächste Flug nach El Paso geht in 40 Minuten. Aber Briggs hat einen Vorsprung, vielleicht ist er schon dort. Nein, er würde nie einen Flughafen betreten. Zu viele Cops, zu viele Kameras, zu viel Security. Ich weiß nicht, Joe, manchmal ist die Security nachlässig. Ich war mal in einem Flieger, der gehomonappt wurde. Dieses Flugzeug fliegt nach Miami! Hi, gibt's Post für mich? Ja, Ihre Morddrohungen an Ferrero sind alle zurückgekommen. Also wird Ferrero Rocher jetzt auch im Sommer verkauft? Ich glaube, die Sommerpause gibt's noch. Aber da Sie schon hier sind, Ihre Rechnung ist noch offen. Und wir haben gesehen, dass Sie unsere Bademäntel auf eBay verkaufen. Wir müssen sie leider aus unserem Hotel werfen. Wie ist Ihre Privatadresse? Tut mir leid, Sir. Also, wollen Sie auf normalem Weg ausziehen oder wollen Sie, dass unser Onkel Phil Sie rauswirft? Ich glaube, Sie wissen, was ich will. Was hast du da getan? Ich wollte sein wie du, Joe. Jetzt sind wir beide endlich gleich und wir können zusammen sein. Mein Gott, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Nein, aber ich meine, nach dem Fußballtraining, hast du da irgendwas vor? Ich meine nichts, nichts. Du kennst mich nicht. Geh weiter, hopp. Gedi? Ich stehe draußen. Fahren wir? Oh, hallo Peter. Ich kann heute Abend nicht. Ich bin fertig. Die Letzte wollte am Schluss noch, dass ich das ganze Gleitgel austrinke. Du musst doch arbeiten. Ich habe 5 Termine vereinbart. Das ist sehr viel Geld. Tut mir leid, geht nicht. Du musst sie absagen. Was sagst du, Schlampe, zu mir? Peter, was wird das? Willst du schlapp machen? Du arbeitest, wenn ich sage, du arbeitest, Bitch. Okay. Was ist in dem Ludenkelch? Ein Mixgetränk aus Weizengras und Ingwer. Was hast du gespielt? Ich war ein Profi-Tennisspieler. Für manche war ich wohl etwas zu ehrgeizig, aber ich war der frische Wind, den die verstaubte Tenniswelt dringend nötig hatte. Zu meinem ersten Geburtstag holte mir meine Mutter einen runter, eine Tennisschläger vom Regal. Ich wollte der erste männliche Cheerleader beim Tennis sein. Ich juble genau 2-mal, Tag und Nacht. Tennis! Als das nicht ankam, beschloss ich einfach, Tennis zu spielen. Es wurde erwartet, dass ich ein Tennisspieler werde wie mein Vater. Und sein Vater vor ihm. Und sein Vater vor ihm. Und unser Tennisarm kam von was anderem. Ich hatte 6 Brüder, aber die hatten sich alle die Hände abgeschnitten beim Öffnen einer Tennisballdose, dem vermutlich gefährlichsten Objekt, das die Menschheit kennt. Hey Leute, möchte jemand Tennis spielen? Luellen, nein! Ich war bereit, alles zu tun, um meinen Vater, der jetzt eine Frau ist, glücklich zu machen. Das Training war hart. Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt in der Geschichte übersprungen. Mein Vater war ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg und spielte immer die Landung am D-Day mit Ballmaschinen nach. Die Quälerei machte sich bezahlt. Ich wurde zu den ersten US Open eingeladen, die damals die US sind jetzt Open hießen. Dort traf ich auf den Spieler, der mein Erzfeind werden sollte. Pat Bunsen aus Schweden. Ich war der Bad Boy des Tennis und meine unkonventionelle Spielweise veränderte das Spiel. Bevor ich auftauchte, war Tennis so sicher, dass man für gewöhnlich eine 6-händige Rückhand schlug. Ich führte die einhändige Rückhand ein. Und schlussendlich die keinhändige Rückhand. Quagmire, ich liebe deinen Aufschlag. Quatsch mir nicht ins Spiel, ich zeig dir gleich einen Aufschlag. Oh. Das nennen die eine Trattoria? Eher ein Restaurante, würde ich meinen. Siehst du das Fresko? Soll die Hügel von Alba darstellen. Dabei sehen die anders aus. Wollen Sie bestellen? Sie. 2-mal Spaghetten und die Chicken Finger. Und so segelte Lady Ragbush in die neue Welt, um ihren Geliebten zu finden. Und der Zeitpunkt war günstig, denn sein neues Weib ging ihm auf den Sack. Dann habe ich den Kessel fertig geschrubbt, aber dann habe ich noch einen Fleck entdeckt und habe mir solche Sorgen gemacht, dass das Ding nicht sauber genug ist. Also habe ich ihn nochmal gespült und wer hätte das gedacht? Wieder ein Fleck übersehen. Und da klebte noch ein Klumpen Maismehl vom Frühstück unter dem Henkel. Halt die Klappe, Meg! Schockschwere Not! Griffin! Lady Redbush! Und so waren Griffin Peterson und Lady Redbush wieder glücklich vereint. Selbstverständlich musste Griffin das komplizierte und langwierige Scheidungsprozedere abwickeln, das die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts verlangte.
Bon Jovi, Familie. Morgen, Dad. Wird sich jetzt alles ändern, weil du der Pate bist? Gute Frage, Chris. Und vieles wird anders. Ich werde Gesichter viel öfter berühren als früher. Das meines Sohns. Das meines Bambinos. Das nicht. Und ich werde auf keinen Fall mitbekommen, dass mein Bodyguard und meine Frau eine Affäre haben. Gut sehen Sie heute aus, Vincenzo. Hey, das war ein Kompliment von ihr. Hast du Wachs in den Ohren? Antworte! Ja, Schwachkopf. Was ist mit dem Papst? Und als Mafioso werde ich viel mehr Voice-Overs sprechen, die jeweils damit beginnen werden, dass ich alle Anwesenden aufzähle. Was soll das bedeuten? Da saßen wir beim Frühstück. Ich, Chris G., Megs, Lois Griff, Little Stu und Onkel Junior Grandpa Neffe, der mein Cousin war. Es war so ein Frühstück, bei dem du merkst, dass du die Boxershorts verkehrt rum anhast und eine Ausrede brauchst, das Zimmer zu verlassen. Sirup ist leer. Ich hol ihn, bleibt alle hier. Wirst du ab jetzt ein strengerer Dad sein? Interessante Frage. Mein Wertesystem wird massiv schwanken zwischen unglaublicher Unmoral und heftigem sozialen Konservatismus. In unserer Einfahrt steht eine Heroinlieferung. Ausgezeichnet. Ich habe gestern einen Film ab 12 angeguckt. Au! Im Haus deiner Mutter? Jetzt esst alle weiter, bis ihr kotzen müsst. Was ist das? Als Führungsfigur der italienischen Gemeinschaft reagiere ich sehr gereizt auf Pastasoße, die im Laden gekauft wird. Peter, bist du irre? Das war unsere Prego. Ja, und Prego heißt gern geschehen. Ein recht mutiger Name für eine durchschnittliche Pastasoße. Der Wortwitz ist auch durchschnittlich, aber inhaltlich nicht verkehrt. Gut, Kinder, bevor ihr in die Schule geht, klären wir, was ihr euren Freunden über mich erzählt. Dass deine Fingernägel so schwarz sind, weil du den ganzen Tag rubbellose rubbelst? Sprich nie über das Familiengeschäft. Die Lage hier ist zu brenzlig für euch. Ihr müsst für 5 Jahre nach Italien gehen. Was? Ihr seid hier nicht mehr sicher, also schicke ich euch dahin, wo alle Mörder herkommen. Ey, Mann, willst du eine echte Frau? Schieb deinen süßen Arsch heute Nacht zu mir in die Wohnung und ich zeig dir, was eine echte Frau ist. Ich fühle mich erniedrigt. Hey, Sie reden mit meinem Ehemann. Ja? Willst du was dagegen unternehmen? Kämpf gegen mich. Ich sagte bereits. Runter auf den Boden, Fettsack! Ja, Sir. Guck mal, Griffin, ich melke meine Kuh. Mu für mich. Mu. Lauter. Mu. Lauter. Mu. Lauter. Mu. Entschuldigen Sie, Sir. Sehe ich da etwa einen Sack Katzenstreu? Dafür habe ich eine Genehmigung. Was haben Sie noch da drin? Eine offene Dose Katzenfutter? Katzenspielzeug? Ist das eine tote Maus? Nehmt sie weg! Nehmt mir doch jemand weg! Halten Sie Katzenstreu für harmlos? Weit gefehlt. Stimmen Sie für schärfere Katzenkontrollen. Finanziert von Hunden. Okay, Brian, ich will's nur erwähnen, aber ich bin ein Baby. Und nur Arschgeigen lassen Babys nicht gewinnen. Gott, was für ein Tag, hä? Normalerweise würde ich drin schreiben und du würdest an der Maschine rumschrauben, aber wir genießen die frische Luft. Ja, eine willkommene Abwechslung. Oh, warte, ich muss meine Knieschoner holen. Ich habe sie gebraucht für die andere Sache. Jedenfalls komme ich gleich wieder. Brian, pass auf! Ah, Brian! Oh mein Gott! Brian! Brian, kannst du mich hören? Ach du Scheiße, wie ist das nur passiert? Der Typ war kacke. Na schön, du hast recht, ich bin auch ein bisschen einseitig, aber ich gebe es wenigstens zu. Stellt euch mal vor, wie die beiden es treiben. Ein riesiger Armani-Anzug und eine riesige Billigwindjacke bilden ein hässliches, riesiges Knäuel auf dem Fußboden. Hör zu, die haben damit angefangen und du hast die Chance, es zu beenden. Ich glaube, du hast recht, Brian. Am nächsten Tag zieht sich Limbo eine Detroit Tigers Baseballmütze hinten raus. Halt die Klappe! So, das ist ein schräges Bild. So wie der Commissioner damals Batman mitgeteilt hat, dass er auf dem Klo war. Das will ich doch gar nicht wissen. Hey, Mac, willst du wieder abgelaufene Würstchen? Nein, Carl, ich suche nach Chris. Ich war schon überall und finde ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich halte die Augen offen. Hey, ihr Penner, was haltet ihr davon? Ich hab's getan. Du bist irre, Mann, total irre! Eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Ich hätte eine. Ihr sitzt alle einfach nur still da, während ich Dad-Geräusche mache. So, jetzt gehe ich mal in die Treppe rauf. Ich muss aufs Klo. Peter, das ist doch furchtbar. Ich liebe es. Und ich gehe nicht wieder in dieses Haus, wo Lois mir sagt, wie fett und ungesund ich bin. Du hast ein bisschen zugelegt. Deine Ellbogen fangen an zu schwabbeln. Ja, bist du wirklich glücklich hier drin? Und ob ich das bin? Glücklicher als ein Butterkürbis an Halloween. Dad?
Werden die auch kommen und uns mitnehmen? Nein, Sohn, wir sind sicher. Was ist an Thanksgiving? Junge, genieß einfach den Monat. Evelyn, wir müssen reden. Oh, Peter, ich muss mich entschuldigen. Mein neues Medikament hat dazu geführt, dass ich mich gestern ziemlich daneben benommen habe. Oh, also lag es lag nur an deinem Medikament? Tja, das kann ich irgendwie verstehen. Ich bin abhängig von Nasenspray. Ich kann alles riechen. Ich bin unbesiegbar. Ich bin wahrscheinlich ziemlich down, bis ich das Spray wieder benutze. Hey, ich bin dein gewalttätiger Dad und ich hab den ganzen Tag aus diesem Krug getrunken. Oh mein Gott, ist das ein Krug voller Pornos? Hey, Witwe Douglas, ich will bei meinem Dad leben. Halt den Schnabel! Komm mit, ich brauch deine Pisse. Ich hab morgen früh eine Wagenfahrprüfung. Ich wünschte, du würdest nicht so viel trinken. Hör auf, meine Drinks zu zählen und jetzt verpasse ich dir erstmal einen Schlag. Au, Pops, nein. Ja, da hast du's, Bitch. Und jetzt bist du dran. Ich muss hier raus. Eines Tages schaffen wir's. Diese Tricks waren nicht für Denise gedacht. Aber ich finde, sie kann froh sein. Sie haben sie nämlich wenigstens vor einer Beziehung mit einem Loser wie dir bewahrt. Du hältst dich wirklich für ganz schlau, was? Wie eine besserwisserische Frau beim Friseur. Ich hab's dir gesagt. Was hab ich dir gesagt? Hab ich's dir nicht gesagt? Denn ich hab's dir gesagt. Mhm. Und wann hab ich es dir gesagt? Schon vor einer Ewigkeit. Und was hab ich gesagt, was passieren würde? Genau das, was dir passiert ist. Fallen lassen! Ich schieß den Kopf weg! Hören Sie, Waschi-Waschi, das ist mein Hemd und ich werde es mitnehmen. Das ist nicht Ihr Hemd! Ach ja? Okay, ist nicht mein Hemd. Sie eingebrochen, ich kann Sie töten, legal! Gut, schießen Sie, aber dann ist Ihr Hemd kaputt. Runter mit Hemd! Noch einen Schritt und ich werde das Hemd selbst umbringen. Sie bluffen! Nein, nicht Hemd verletzen! Tja, eine klassische Pattsituation. Ach, Mann, Dad, eine Fledermaus, Fledermaus! Oh Gott, da ist eine Fledermaus im Zimmer. Okay, können wir uns alle beruhigen? Peter, wir können keine Fledermaus im Haus dulden. Wir müssen was gegen sie unternehmen. Keine Sorge, die werde ich schon los. Das ist ein Kinderspiel. Wie meine Penisvergrößerung. Er soll zwischen meinen Knien hängen. Sie haben die Knie versetzt.